Hallo, grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Bei uns wieder, wie man sieht, die Sonne. Heute beantworte ich eure Fragen, und zwar, ob man mehrere Immobilien in Paraguay problemlos kaufen kann. Also, bleibt dran. So, wie man sieht, es gibt mehrere Neubaugebiete. Das ist eins davon, was wir in Eigenbestand haben. Und man kann auf jeden Fall hier noch Grundstücke mit Häusern erwerben. So, was wichtig ist, was braucht man dazu? Also im Prinzip, um Immobilien, sprich Grundstücke und Häuser in Paraguay zu erwerben, eine, zwei, drei oder mehrere, braucht ihr im Prinzip nur einen eigenen aktuellen Reisepass. Nicht mehr und nicht weniger. So, da kann man auch eins von den Häusern in dem Neubaugebiet hier in Piribebri erkennen. So, das ist hier etwas größer aus im vorderen Bereich. Im hinteren Bereich sieht man halt andere Häuser. Und hier noch kleine Einblicke in das Neubaugebiet, in die Umgebung. Und hier ordentliche Stromversorgung mit Betonstrommasten. So, die Frage ist natürlich insofern berechtigt, dass man immer, fast immer Ende des Jahres nach Möglichkeiten sucht, eigenes Kapital unterzubringen, und zwar auf legale Art und Weise. Und einer von diesen vielen Möglichkeiten gibt es eben hier in Paraguay, in zum Beispiel solche Häuser inklusive Grundstücke zu investieren. So, falls ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, gerne anschreiben unten in den Kommentaren bzw. mich anrufen oder halt per E-Mail anschreiben. Sämtliche Kontaktdaten gebe ich euch wie immer unten in unsere Videobeschreibung. Und wie immer empfehlenswerte Videos auf der linken Seite. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video.